Action zu erleben. Und da heulen die nächsten Chefs auf. Das ist ein Mehrzweckkampfflugzeug, die da vorne. Ja, da geht es wieder zur Sache jetzt. Wieder ein Flugzeug der vierten Generation, die Rafale der französischen Luftwaffe. Es ist jetzt wieder circa diese 200 km/h pro Stunde. Hoher Anstellwinkelbereich. Also hier sind jetzt die Computer gefordert, also den richtigen Anstellwinkel zu wählen, um eben das Flugzeug nicht zu überziehen. Wo er jetzt wieder kämpft im Cockpit, ja, wo er wieder pressen muss, Pressachen durchführen muss, ja, um wirklich bei Bewusstsein zu bleiben und wieder korrekt das Flugzeug zu steuern. Geht hoch, nimmt die Leistung raus, reduziert die Energie, schaut auf seine Fahrwerkgeschwindigkeit, Rückenlage, fährt das Fahrwerk aus und jetzt muss er den Bunker optimal erwischen, um wirklich auf der Piste wieder zu landen. Die helfen die Systeme im Cockpit. Im Head-Up-Display hat er jetzt schon eingespielt. Wenn er so weiterfliegt, wo wird der Aufsetzpunkt sein? Und jetzt kann er noch fein korrigieren, um den Punkt richtig zu erwischen. Etwas andere Landung. Also normalerweise minutenlang im Normalflugverkehr, die du Zeit hast, in wenigen Grad Neigung auf die Landebahn Maß zu nehmen und er nimmt die Steilkurve. Das ist die schnellste, aber nicht passagiergerechte. Ein Riesenapplaus an Jean Julien Martinez und seine Rafale. Sensationell ist.